ganz herzlich willkommen zum ARD-Buffet. Ja, im Moment haben wir es wirklich relativ schwer, Menschen kennenzulernen. Wenn man irgendwo jemanden trifft, dann sieht er dann so aus, versteckt hinter einer Maske. Immerhin, es gibt ja auch noch diese Online-Dating-Plattformen, die bieten wenigstens schon mal die freie Sicht auf das gesamte Gesicht. Und die brummen auch wie verrückt, 40% Zuwachs seit März, seit dem ersten Lockdown. Aber was bringen sie wirklich, diese Online-Dating-Plattform? Wir zeigen es Ihnen. Stefanie ist seit 5 Jahren Single. Kurz vor dem ersten Lockdown ist sie mit ihrer besten Freundin, ebenfalls Steffi und ebenfalls Single, zusammengezogen. Gemeinsam ist man weniger allein. Stefanie teilt ihr Schicksal mit knapp 18 Millionen anderen Singles in Deutschland. Ja, ich bin viel weggegangen und wo das noch ging. Aber ich habe jetzt nichts Konkretes. Ich war eigentlich auf allen Datingportalen, die es gibt, muss man sagen. Aber der Traumprinz war bislang nicht dabei. Vielleicht zu viel Auswahl? Es gibt mehr als 2500 Dating-Apps. Von der kostenpflichtigen Online-Partnervermittlung über Social-Dating-Plattformen wie Tinder oder Bumble bis hin zu Plattformen für Sexabenteuer. Und jede Menge Special-Interest-Anbieter. Klassische Partnervermittlungen wie Elite-Partner werben mit Erfolgsquoten über 40%, kosten aber auch 600 Euro im Jahr. Gratis-Apps wie Tinder dagegen bieten keine ausgewählten Vorschläge. Man kann nur nach Entfernung, Alter und Geschlecht filtern. Extras kosten. Also jetzt nur mal als Beispiel, auf Tinder habe ich dann verschiedene Matches und auf einmal ist der weg. Ihr habt nett geschrieben und du hast irgendwas gesagt und auf einmal bist du weggeklickt. Also der hat dich einfach aus deinem Leben gelöscht. Irgendwas hat das mit mir gemacht. Also es ist so einfach, jemanden kennenzulernen, der ist ja schnell da, aber es ist auch so einfach, den wegzulöschen. Warum ist die Online-Partnersuche so schwierig? Mit dieser Frage hat sich die Kölner Psychologin Vera Aretz beschäftigt. Na, weil man oftmals das Gefühl hat, dass man aus einem fast schier unbegrenzten Katalog von Möglichkeiten sich einfach die beste aussuchen kann. Es gibt diesen sogenannten Choice-Overload-Effekt, der heißt also, je mehr Auswahlmöglichkeiten wir haben, desto schwieriger ist die Entscheidung und desto unzufriedener sind wir auch im Nachgang mit der Entscheidung. Und das kann zu negativen Effekten und sogar zu so einer Art Binge-Dating führen. Also exzessives Kettendating. Gerade jetzt. Homeoffice und Einsamkeit machen die Portale zu echten Corona-Profiteuren. Parship etwa meldet 10% mehr Anmeldungen. Die Generation Ü20 tindert eher entspannt. Was? Hier ist Celine. Das ist sie. Hier ist jeder bei Tinder, aber keiner einsam. Ist das für Sie also nur so eine Art Sport? Ja, absolut. Ja, absolut. Mehr gegen die Langeweile in Corona. Und, gab's schon ein Lockdown-Date? Ja, ich hatte eins vor ein paar Wochen, ich bin mir nicht mehr genau sicher wann. Wir sind spazieren gegangen. Und das ist ihm auch lieber als bei ihr. Man ist ja schon ein bisschen gefangen mit der Person. Dann bist du bei ihr zu Hause und dann fällt es auf, oh Gott, nein, ich muss hier ganz schnell wieder raus. Dann musst du erstmal deine Schuhe finden. Oh nee, 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 nee. Dann lieber in Ruhe länger schreiben und mal die Videochat-Funktion testen. Die haben fast alle Dating-Apps seit dem Lockdown eingeführt. Professorin Vera Aretz hat in einer Studie untersucht, welche Auswirkungen Corona auf das Dating-Verhalten hat. In unserer Studie haben wir zum einen herausgefunden, dass die Nutzungsintensität gestiegen ist während Corona, also die Zeit, mit der die Probanden und Probandinnen Online-Dating praktizieren. Auf der anderen Seite hat sich Art und Qualität der Kommunikation verändert. Einerseits sagen die Probanden, dass sie leichter miteinander in Kontakt kommen und die Themen darüber hinaus intensiver geworden sind. Also die Smalltalk-Themen waren tatsächlich nicht mehr so relevant wie früher. Das heißt, man kommt schon ein bisschen intensiver in Kontakt in diesen Zeiten. Vielleicht ist Corona aber auch eine Chance für ein weniger oberflächliches Kennenlernen. Oder für mehr Zeit und schöne Erlebnisse mit engen Freunden. Ist vielleicht eine bessere Lösung, als Geld in teils teure Portale zu investieren. Und schließlich wird auch diese Pandemie irgendwann mal vorbei sein. Ganz, ganz bestimmt. Und haben Sie es gesehen? Was man dafür braucht, ist vor allen Dingen ein Handy, ein Smartphone, typische Handbewegung mit dem Wischen. Und kennen Sie das auch? Irgendwo habe ich es hingelegt und ich weiß nicht, wo mein Smartphone gerade ist. Für diesen Fall habe ich aber Andreas Reinhardt an meiner Seite, unseren Multimedia-Experte. Es liegt hier wirklich irgendwo, mein genau, Smartphone. Richtig. Wie komme ich dran? Du hast meine Nummer zum Glück eingespeichert. Das Einfachste ist, ich rufe es einfach mal an. Denn vielleicht geht es dann irgendwo, vielleicht höre ich es klingeln. Es liegt irgendwo, es brummt wenigstens in irgendeiner Ecke.
oder es hat jemand gefunden und dann kann der Finder drangehen. Also das Erste, was man macht, ist... Das ist es. Das ist tatsächlich auf dem Tisch, wo wir normalerweise, wo wir essen, anonym. Ich gehe mal dran, wer es ist. Genau. Andreas, bist du es? Ja, das bin ich. völlig überraschend. Ja, aber das ist klar, das ist natürlich der Klassiker. Man ruft selber an und guckt, ob es sollte auf laut gestellt sein, das Smartphone, und guckt, ich mache mal jetzt mal lautlos, und guckt, wo es dann liegt, wenn man es hört und findet, umso besser sofort. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Manchmal ist es ja auch ganz woanders, aus der Tasche gefallen oder geklaut möglicherweise, man weiß es nicht. Was machst du dann? Da gibt es die Möglichkeiten, die Handys orten zu lassen. Und zwar kann ich mir dann den Standort auf einer Karte anzeigen lassen. Ich habe das mal gemacht für ein Android-Smartphone. Da gehe ich auf android.com/find. Mhm. Dann sehe ich eine Karte und hier sehe ich auf dieser Karte, hier gibt es einen Punkt. Da ist es. Also hier beim SWR-Funkhaus. Also muss es hier irgendwo liegen. Das Gleiche geht auch bei Apple-Geräten. iCloud.com/find. Da muss man sich mit der Apple-ID anmelden. Und dann findet man auch hier einen Punkt. Und hier an diesem Punkt sieht man, aha. Das ist schon mal grob die Richtung. Genau, das ist, man sieht zumindest mal, es ist in Baden-Baden. Es ist nicht irgendwo... In Karlsruhe oder sonst irgendwo. In diesem Fall die kurzen Wege. Welche Voraussetzungen brauche ich an meinem Smartphone, damit ich das auch genauso machen kann wie du? Ich müsste es einstellen, und zwar bei den Android-Smartphones mache ich das hier über Sicherheit und Datenschutz. Genau, da haben wir es in der Kamera. Sicherheit und Datenschutz. Und hier oben muss dann sein, mein Gerät finden. Das muss eingeschaltet sein. Da klicke ich gerade mal drauf. Und dann sieht man, aha, welche Schritte man unternehmen muss, gegebenenfalls. Also das hier muss auf jeden Fall eingeschaltet sein. Und auch bei den Apple-Geräten funktioniert das so. Da gehe ich hier in meine Apple-ID und dann gibt es hier unten den Punkt, wo ist. Da gehe ich drauf und dann gibt es hier mein iPhone finden. Und dann sollten diese drei Hebel hier alle grün sein. Dann kann ich es auch finden über ein Portal, eben über ein anderes Handy. Wenn es aber jetzt trotzdem ganz dumm laufen soll, das ist wirklich weit weg, es ist gestohlen, es ist geklaut, da sind wichtige Daten, sind hier noch auf meinem Smartphone drauf. Kann ich es sperren lassen? Kann ich alles, damit kein Unberechtigter damit arbeitet, was tun? Also wenn ich auf dieser Seite bin, wo ich mir anzeigen lassen kann, wo ist es denn, wo liegt es, da kann ich es sperren, sodass derjenige auf jeden Fall nicht mehr drankommt, auch wenn ich keine Sperre eingerichtet habe. Ich kann es löschen aus der Ferne, damit keiner an meine Daten kommt. Dann sind sie aber auch für mich weg. Dann sind sie auch für mich weg. Aber so bin ich dann sicher, die Daten kommen in keine unbefugten Hände. Heißt also, damit das, ich auf der sicheren Seite bin, was empfiehlst du, ein Backup? Auf jeden Fall ein Backup. Ja, die Daten, die man auf dem Smartphone hat, irgendwo in der Cloud sichern. Das Wichtigste sind für viele die Bilder, also die einfach in der Cloud spiegeln, dass man die auf jeden Fall hat. Was dann ein Dritter immer noch hat, das ist die SIM-Card. Und der kann damit auch Unsinn treiben, mit meiner SIM-Card. Theoretisch, ja, wenn da keine SIM-PIN eingerichtet ist, dann kann der Unsinn damit treiben. Deswegen, es gibt die Sperrhotline, die 116 116. Da kann ich anrufen und kann meine SIM-Karte sperren lassen. Und ich sollte vielleicht auch sicherheitshalber meinen Netzbetreiber informieren, dass die SIM-Karte weg ist. Weil der kann dann auch noch mal gucken, sind schon vielleicht schon Kosten aufgelaufen. Jetzt gibt es noch den Fall. Exakt andersrum. Ich finde irgendwo ein Smartphone, ist mir passiert schon. Beispielsweise, es war auf dem Wochenmarkt, da lag eins. Was mache ich dann? Also ich will es nicht behalten, ich will ja dem, der es verloren hat, helfen. Also was man machen kann auf jeden Fall ist, wenn man ein richtiges Ladegerät hat, sein Stromnetz hängen, damit es schon mal nicht ausgeht, damit es anbleibt. Und dann kann man warten, dass jemand anruft. Manchmal sieht man auch eine E-Mail, so ist es mir gegangen, ich habe ein Smartphone gefunden und ich habe dann eine E-Mail gesehen an die betreffende Person und habe ihr eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hallo, ich habe ihr Telefon gefunden. Es hat dann tatsächlich jemand angerufen und ich konnte es dem Finder wieder übergeben. Das ist der tolle Fall, wenn alles funktioniert. Ich kann auch auf dem Sperrbildschirm, es gibt bei Android-Telefonen die Möglichkeit, eine Signatur auf dem Sperrbildschirm zu hinterlassen. Da kann man einschreiben, seine E-Mail-Adresse, wenn dieses Smartphone gefunden wird, bitte an diese E-Mail-Adresse mailen. Und so kann man mit dem Finder in Kontakt kommen. Das ist die schöne neue digitale Welt. Pass auf dein Smartphone auf. Du bist
ist nachher noch am Telefon für unsere Zuschauer. Wenn Sie auch Probleme haben und genau wissen wollen, wie das geht mit dem Orten zum Beispiel, dann können Sie nachher mit Andreas nochmal telefonieren. Und das ist die analoge Welt, als wir so Schätzchen, die wir finden, noch zu Hause hatten, alte Filmrollen, VHS-Videokassetten, Fotos, die wir noch haben. Wie kriegen wir sowas eigentlich hier in die digitale Welt, da ist es nochmal, in die digitale Welt hinübergerettet? Wie kriegen wir die beispielsweise so viel Material auf so einen kleinen Stick? Genau das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist mal Retro. So wurden vor 40, 50 Jahren die eigenen Super-8-Filme angeschaut. Mit einem knatternden Projektor. Auf den Filmen war ja eh kein Ton. Und es fühlt sich wirklich nach einem anderen Jahrtausend an. Mein Medium ist eher die VHS-Kassette. Und da habe ich mich als Kameramann versucht. Oh ja. Und mein kleiner Bruder musste herhalten als Objekt meiner wackeligen Dokumentationen. Es ist so toll, sich das alles noch einmal anzuschauen. Aber ein Videorekorder, geschweige denn einen Super-8-Projektor, die hat kaum noch jemand zu Hause. Es wird also auch Zeit, diese alten Medien endlich in die Gegenwart zu holen und zu digitalisieren. Aber wie bekommt man eine solche VHS-Kassette digital auf den Computer? Und ob man es selbst machen kann? Das probiere ich heute aus. Das Erste, was ich brauche, ist ein Abspielgerät, das überhaupt noch funktioniert. Das ist für die alten VHS-Kassetten mit Sicherheit am einfachsten, denn viele haben die alten Videorekorder noch zu Hause im Keller stehen oder es gibt sie günstig gebraucht zu kaufen. Außerdem brauche ich meinen Laptop und dazwischen kommt ein Wandler, der aus dem analogen ein digitales Signal macht. Verkauft werden die kleinen Geräte auch unter dem Namen Digitizer oder Videograbber für 20 bis 80 Euro. Und sie bringen meist eine eigene Software und Anleitung mit. Jetzt heißt es abwarten, denn die Videos werden in Echtzeit digitalisiert. Sie müssen also einmal komplett durchlaufen, um dann auch digital aufgenommen zu werden. Das ruckelt zwar ein bisschen dabei, aber nachher habe ich es schön als sauberes Video, als Datei auf meinem Computer. Sobald das Video durch ist, habe ich dann wieder ein bisschen Arbeit. Gewünschtes Format auswählen und wenn ich möchte, schneiden oder bearbeiten. Dafür gibt es auch viele kostenlose Programme. Was mit den großen VHS-Kassetten zu Hause gut selbst machbar ist, wird mit anderen Filmformaten schon deutlich komplizierter. Wer noch ein entsprechendes Abspielgerät hat, einen Projektor, der kann diese Filme selbst digitalisieren mit einer Kamera auf dem Stativ und dann von der Leinwand abfilmen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Aufwand. Wer es einfacher haben möchte, der kann seine gesammelten Werke natürlich auch zum Profi bringen. Ich bin heute bei Mediafix in Köln. Hallo! Meine selbst aufgenommene VHS-Kassette wird hier nach demselben Prinzip digitalisiert wie in meinem Wohnzimmer. Nur neben dutzenden anderen Filmen, die hier gleichzeitig einlaufen. Woran ich mich zu Hause nicht getraut habe, das war ja die Super-8-Digitalisierung. Ich will sehen, wie es die Profis machen mit einem hier eigens entwickelten Scanner. Und diese Einzelbilder, die wir dann aufgenommen haben, diese tausenden Einzelbilder, werden dann digital wieder zusammengesetzt und du kriegst von uns dann eine MP4-Datei. Spannende Technik. Bearbeitet werden alle Aufnahmen hier natürlich auch noch, denn die Qualität ist nach Jahrzehnten der Lagerung nicht immer die beste. Ich habe noch ein Abschiedsgeschenk für dich, frisch aus der Digitalisierung. Super. Meine alten Filmschätzchen bekomme ich noch digital auf einem USB-Stick. Dann nur noch dran denken, die alten, neuen Schätze gut zu sichern. Am besten auf einer Festplatte und zusätzlich in der Cloud, damit die Vergangenheit noch lange lebendig bleibt. Oh, klassisch analog. Heute lecker essen im ARD-Buffet und da steckt heute jede Menge Mittelmeer drin. Zum Beispiel, wir haben Orange, wir haben Olivenöl, wir haben Fisch aus dem Mittelmeer mit dabei. Und Mittelmeerkost, das soll ja bekanntlich mit die gesündeste sein, die es überhaupt gibt. Das ist nachweislich so, das ist durch Studien belegt. Warum ist das so? Und was steckt genau alles in der Mittelmeerküche? Die Basics: Olivenöl, Nüsse, Fisch, Gemüse, Obst und Salat. Ernährung ist das A und O, gerade in diesen schweren Zeiten.
Denn unser Immunsystem ist nur so gut, wie ich es auch ernähre. Das ist ganz wichtig. Letztendlich Antikörper, viele Immunzellen bestehen letztendlich aus Eiweißen. Auch gute Fette brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Und vor allem natürlich Vitamine und Mineralstoffe. Kaum eine Ernährung ist so gut erforscht wie die Mittelmeerkost. Die immunstärkende Wirkung ist nicht nur gut für Gesunde. Von den Inhaltsstoffen profitieren auch Menschen mit Vorerkrankungen. Unser Omelett dahin. Herbert Vetter ist schon seit vielen Jahren herzkrank. Lange Zeit ging es ihm gar nicht gut. Jetzt möchte er wieder fit werden und weiteren Krankheiten vorbeugen. Dann hat mir mein Arzt dann noch erklärt, ich stehe kurz vor einer Diabetes und ich nehme jetzt schon so viele Tabletten ein im täglichen Leben und habe dann so die Vorstellung gehabt, jetzt jedes Mal vom Essen noch eine Spritze geben, das wollte ich nicht. Die Ernährungsmedizinerin Constanze Lohse soll ihm dabei helfen. Das Medikament der Wahl für Herbert Vetter, die Mittelmeerkost. Eine Umstellung der täglichen Ernährung auf viel Obst, Gemüse, Nüsse, Fisch und gesunde Fette. Also letztendlich in jedem Krankheitsstadium oder Gesundheitsstadium bringt die gesunde Ernährung und die mediterrane Kost bringt gesundheitliche Vorteile. Das ist in Studien erwiesen. Und es ist nie zu spät, mit der Mittelmeerkost anzufangen. Besonders überrascht war Herbert Vetter, dass man nicht nur viel Gemüse essen sollte, sondern dass auch fetthaltige Lebensmittel wie Nüsse oder Fisch, Käse und Olivenöl nicht tabu sind. Das war ein bisschen erstaunlich und Margarine haben wir aus dem Haushalt verbannt. Dafür essen wir jetzt Butter. In Fisch zum Beispiel oder auch in Nüssen, in Leinöl haben wir die Omega-3-Fettsäuren. Omega-3 ist ja heutzutage in aller Munde. Da gibt es zahlreiche Studien, die belegen, dass Omega-3-Fettsäuren vor allem entzündungshemmend wirken, antioxidativ, den Blutdruck senken können und insgesamt einfach auch die Cholesterinwerte optimieren können. Was die Mittelmeerküche bringt, ist in Hunderten von Studien wissenschaftlich belegt. Die große Predimed-Studie zeigt ganz klar, mediterrane Kost schützt das Herz. Und aktuelle Studien aus diesem Jahr belegen, die Mittelmeerkost kann sogar Gefäßentzündungen vorbeugen. Die vielen Stoffe wirken in den Gefäßen Wunder. Letztendlich ist es hauptsächlich in Gemüse und Obst drin. Wenn wir hier mal gucken, Heidelbeeren ist so der Klassiker, enthalten Anthocyane, die sind auch für diesen Farbstoff verantwortlich und haben erwiesenermaßen gesundheitsfördernde Eigenschaften, vor allem entzündungshemmend und antioxidativ. Was haben wir hier noch? In der Zwiebel Quercetin drin, im Knoblauch, Allein, das sind alles Stoffe, die letztendlich in Studien erwiesenermaßen gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Statt Mittelmeerfisch geht auch Forelle oder Lachs. Und noch eine Alternative, pflanzliches Eiweiß aus Bohnen und Linsen. Diese Hülsenfrüchte, die haben ganz viel Eiweiß, viele Ballaststoffe. Die senken den Blutzuckerspiegel, den Cholesterinspiegel, stimulieren unser Immunsystem und machen satt. Seit über 100 Tagen lebt Herbert Vetter nach der Mittelmeerkost. Mit Erfolg. Sein Immunsystem ist gestärkt, seine Blutwerte top und sogar sein beginnender Diabetes ist verschwunden. Irgendwie geht alles ein bisschen leichter. Ja, und ich fühle mich wohl. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Das Schöne, die vielfältige Mittelmeerkost ist keine strenge Diät, sondern ein gesunder Genuss. Ja, lecker und gesund, was will man mehr? Und das können Sie auch einfach nur ein bisschen nachmachen, was Jörg jetzt vormacht. Weil wir haben heute Feldsalat mit dabei, wir haben leckeren Fisch mit dabei. Wir haben Süßkartoffel-Vinaigrette. Zwei Varianten. Das passt toll rein in die Jahreszeit. Und und dazu backen wir einen Fisch knusprig aus. So sah es auf dem Teller aus, Sie haben es gerade gesehen. Und mediterran haben wir einen Steinbeißer heute ausgewählt. Kann man natürlich auch Lachs und Zander nehmen, aber das passt jetzt halt gut zum Thema. Schöner Mittelmeerfisch, genau. Süßkartoffel, geschält, in Würfel geschnitten. Und in Olivenöl angegart. Dann gebe ich jetzt Tomatenessig dazu. Lass den etwas runterkochen. Das wird die Vinaigrette. Das ist die Vinaigrette. Weil wir haben später auch noch vor, so was mit Süßkartoffelstroh zu machen. Als zweite Variante. Süßkartoffel lässt sich sehr vielseitig verarbeiten. Und deshalb haben wir einmal Süßkartoffelstroh und einmal die Vinaigrette. Die Vinaigrette, wichtig ist, dass die Süßkartoffel weich kocht. Mhm. So, nochmal aufkochen lassen. Parallel mache ich jetzt die Marinade für den Fisch. Und zwar habe ich hier etwas Meerrettich. Den reiben wir fein.
gibt so ein bisschen Schärfe. Genau. Bei dem Fisch haben wir die Gräten gezogen. Ich habe den in Würfel geschnitten. Dann, war das sehr aufwendig bei dem Steinbeißer, das Grätenziehen? Die sitzen sehr fest im Fleisch, ja. Aber der hat weniger Gräten wie jetzt ein Zander oder ein Lachs. Gut. Hier gebe ich jetzt Orangensaft dazu. Dann etwas Tomatenessig. Das ist also die Marinade. Mhm. Ein bisschen Orangenschale, die gebe ich hier rein. Und noch bei unserer Süßkartoffel ein bisschen dazu. Das ist eine Bio-Orange und die wurde auch vorher gut gewaschen. Ja. Und die ist nicht gespritzt. Genau. So. Dann natürlich Meersalz. Und noch mehr Salz. Ja, und Chili. Also Piment Espelette habe ich hier. Ja. Dann nehmen wir die Fischwürfel. Da kann man schon sagen, das ist so ein bisschen dein Lieblingsgewürz. Ja, das ist Piment Espelette. Ich gebe die Fischwürfel alle hier rein. Vermisch die gut. Also gut würzen. Und dann habe ich hier ein bisschen Eiweiß angeschlagen. Nur um es mal zu sagen, das wären später auch so eine Art feine Fischstäbchen. Ja, ich habe den Würfel geschnitten, ja. Aber das ist jetzt genau das gleiche Prinzip. Also das Eiweiß gebe ich dazu, dass die Fischwürfel gut haften bleiben. Ich lasse das jetzt mal kurz ein bisschen stehen. Jawohl. Also ich mariniere das. Die Süßkartoffel, da gebe ich jetzt noch einen Schluck Olivenöl dazu. Und dann geben wir das Ganze. Mixen wir das zum Püree. Mhm. Warum am Ende noch mal Olivenöl drauf? Weil wir eine Vinaigrette machen. Ja, aber warum nicht und vorher? Und einen Teil vom Püree. Ich mixe es jetzt mit durch. Also ich koche das Olivenöl nicht, weil das Aroma verloren geht. Das ist wie wenn man ein gutes Glas Wein hat, kocht es einmal auf, dann schmeckt der Wein immer so, wie er war. Das Gleiche ist mit dem Olivenöl. Das habe ich verstanden. Und jetzt die Süßkartoffel wird jetzt fein püriert. Ja. Und dann durch ein Sieb passiert. Gebe ich schon mal was drauf. Das reicht schon. Ich gebe mal hier schon einen Teil drauf, weil den anderen Teil nehmen wir nachher dann für den Salat als Püree. Drücken das hier gut durch. Und dann bereite ich die Süßkartoffel-Vinaigrette vor. Für die Süßkartoffel-Vinaigrette auch wieder Tomatenessig und Olivenöl. Nehmen auch etwas von dem Süßkartoffelfond. Also wir verarbeiten den sehr vielseitig heute. Ja, die ist auch wahnsinnig beliebt, die Süßkartoffel, die ist bei uns. Und gibt es hier. Und stimmt das? Die ist ein bisschen Vinaigrette. Gesünder als die normale Kartoffel, sagt man. Ja, die ist sehr gesünder. Und wenn man die natürlich auch so jetzt im ganzen Gart im Ofen, die ist saftig wie eine Wassermelone. So, da machen wir nachher die Vinaigrette fertig. Jetzt nehme ich die Fischwürfel, die wir mariniert haben. Ja, jetzt wird es zum Fischstäbchen, wie gesagt. Ein bisschen Bananen. Und die gebe ich hier jetzt so in Panko-Mehl. Ja. Weil Panko-Mehl, das ist also ein grob geriebenes Weißbrot. Ich drehe das jetzt mal hier durch. Dann zeige ich mal die Stücke. So werden die dann richtig knusprig und also frittiert. Richtig, ja, knusprig gebacken. Geben wir gerade hier mal ein bisschen rein. Und dann backen das dann goldbraun aus. Schön heiß. Und so, dass der Fisch natürlich saftig bleibt. Das heißt, wie lange bleibt es drin? Bis er goldbraun ist. Ich sehe ja nichts. Aber ich werde es dann irgendwann erkennen. Genau. Schauen wir mal. Na? Das reicht schon. Hallo? Der ist innen drin nur saftig und glasig. Ich lege den mal hier drauf, das sieht man besser. So ist es in Ordnung. So ist jetzt mache ich aber noch ein paar. Machst du noch ein paar? Genau. Fisch, ich sag mal Fischstäbchen. Das ist schon die feine Variante vom Fischstäbchen. Was du hast mit Panko-Mehl, mit dem gröberen Mehl. So, wenn Sie verreisen wollen im Moment, wissen Sie, es geht da im Moment nichts bei uns. Morgen sind zumindest in zwei Bundesländern ja auch wieder zwei Feiertage. Ein Feiertag in zwei Bundesländern, in Bayern und in Baden-Württemberg. Und auch die Busreiseunternehmer, die haben es schwer. Die Busse stehen still im Busbahnhof. Aber Finn Peters aus Neumünster ist auch ein Busunternehmer. Und der hat sich was einfallen lassen. Der hat gesagt, aufgeben gibt's nichts. Aus Reisefrust wird bei mir Reiselust. Und die kann jeder bei mir buchen, trotz allem. Eigentlich wäre Finn Peters jetzt mit seinem Reisebus und urlaubshungrigen Gästen auf dem Weg zu einem fernen, sonnigen Ferienort. Stattdessen das. Stillstand. Alle abgemeldet, ja. Kennen wir das ja auch aus der Tourismusbranche, alles. Die Flugzeuge stehen überall, unsere Busse stehen, also es ist schon leider ein Trauerspiel.
Doch nicht mit Finn. Wenn derzeit niemand so richtig in den Urlaub fahren kann, holt er den Urlaub eben nach Hause. In eine Box. Aus all den Ferienregionen, wo sonst die Busse hinfahren, werden typische Souvenirs, allerhand Leckereien und jede Menge Urlaubserinnerungen hübsch verpackt in eine Box. Genau, wir haben ein Magazin immer dabei, wo die Region beschrieben ist und was man mit den tollen Dingen in der Box machen kann. Ja, wie ein kleines Urlaubserlebnis, wenn man da drin auf Suche geht. In dieser Box kann für 34 Euro beispielsweise der Bayerische Wald entdeckt werden, der die Hopfentradition der Gegend widerspiegeln soll. Jeden Monat haben sie eine andere Region im Gepäck. Wir haben eine Backmischung, wo du dein eigenes Brot backen kannst und dann dein Lieblingsbier dazukippen kannst. Und dann, wie gesagt, hast du dann deine persönliche Bierbrotmischung. In dem Fall haben wir jetzt einen schönen Landschinken, der zum Brot passt. Dann schön Bierlikör. Bei jedem einzelnen Produkt ist es wichtig, dass wir die Kleinmanufakturen in der Region unterstützen. Ja, da kommen jetzt auch wenig Touristen vorbei. Das Familienunternehmen organisiert bereits in vierter Generation Busreisen für rund 30.000 Reisegäste jährlich. Der 27-jährige Finn hat von klein auf an mitgeholfen und will jetzt mit den Reiselustboxen seine Familie aus der Krise führen. Er hat ja gesagt, Mensch, irgendwie, wir können die Reisegäste im Moment nicht befördern, die können keinen Urlaub machen. Irgendwie müssen wir doch den Urlaub nach Hause bringen, dass sie was Schönes haben, dass sie sich freuen, dass sie jetzt in dieser Zeit, die eben so ein bisschen trist ist und wo unser Klientel natürlich auch teilweise auch einsam zu Hause sitzen, dass sie einfach ein bisschen was haben, wo sie ein bisschen Freude bekommen. Und deswegen war das gleich für uns so ein Aufhänger, wo wir gesagt haben, ja, okay. Zwischen stillgelegten Bussen wird hier in Neumünster Vollgas gegeben. Pakete packen statt Kurzarbeit. Von Busfahrer Andreas über Reisekaufmann Oliver bis hin zu Mama Susanne werden alle mit eingespannt. Auch die Azubis haben jetzt andere Aufgaben. Ich fand die Idee dahinter halt super, super cool. Und da im Büro halt einfach wenig zu tun ist, habe ich mich natürlich sofort dafür entschieden, mitzumachen und das Ganze dann nochmal sozusagen umzulernen. Für Finn Peters ist jetzt schon klar. Auch nach Corona soll es mit den Reiselustboxen weitergehen. Ja, Reiselust ist schön, aber was richtig schön ist jetzt in Zeiten, wo wir ja auch die Möglichkeit dazu haben, ist zu Hause zu stricken. Und zwar ein Must-Have, Tanja, habe ich gehört. Ja, Tanja, da fällt Steinbach mir sogar die Nadel schon aus der Hand. Ja, ich habe es klirren hören, ich wollte nicht genau gucken, was es ist. Ein Must-Have ist das, was wir hier sehen? Ja. Die Kolunder in diesem Winter. Ja, wie kommt's? Ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Stoßlüften zu tun. Man braucht ja jetzt solche Sachen, die man sich so ein bisschen kurzfristig mal kurz warm oder wieder kühler entblättern kann. Und da ist so ein Pullunder natürlich super. Ich finde es auch ganz praktisch, weil es ist ja, Ponchos sind ja auch immer so im Trend, aber so ein Pullunder, den kann ich halt auch super unter die Jacke nachher noch drunter ziehen. Armfreiheit. Arme frei, man hat hier nicht so viel Material unter Arm. Und das Schöne ist, du hast versprochen, es geht ganz total einfach. Also man sieht es ja auch hier sehr schön. Es ist eigentlich nur ein Rechteck, beziehungsweise zwei, also Vorderteil und Rückenteil. Ja, nicht vergessen. Aber also wer schon mal einen Schal gestrickt hat, und das ist auch so dieses klassische Anfängerteil, der kann auch schön so ein Pullunder stricken. Ja, mit Schals, also Stricken fangen ja jetzt im Moment viele wieder an, was ja echt toll ist. Ja. Also ist ja auch eine schöne Beschäftigung für all die hast du auch eine Strickschule bei uns auf der Homepage, aldibuffet.de, mit vielen Inspirationen. Ja, da kann man sich dann auch diese Steps, auch das, was ich hier manchmal ein bisschen zu schnell erkläre, dann einfach nochmal in Ruhe zu Hause angucken. Also ich habe hier jetzt für den Pullunder einfach ein Halbpatentmuster ausgesucht. Das ist auch ein schönes Schalmuster, gefällt mir immer sehr gut. Und das passiert einfach, indem ich solche Umschläge stricke. Also ich hebe jetzt immer einen Umschlag auf die Nadel und die nächste Masche hebe ich einfach nur ab, wie zum Linksstricken. Die nächste Masche stricke ich links, dann wieder einen abheben mit dem Umschlag und eine links. Und dann ergibt es hier diese schönen plastischen Rippen durch dieses Muster. Also auf der Rückreihe stricke ich die Umschläge dann mit der Masche zusammen. Das zeige ich jetzt gleich am anderen Teil. Jetzt habe ich hier extra, weil halt auch viele Anfänger wieder dabei sind, verschiedene Schwierigkeitsgrade für dieses Modell. Nimm doch mal einfach. Ganz einfach ist, also beziehungsweise hier sehen wir ein bisschen das schwierigere Modell. Da habe ich jetzt schön diese Schulterabnahmen noch gemacht, so eine betonte. Und wie das geht, das steht zum Beispiel in der Anleitung. Wenn man es nicht machen möchte, kann man auch einfach eine gerade Kante machen. Ist jetzt bei so einem sehr simplen Schnitt eigentlich wirklich
also es ist ein bisschen weniger Arbeit und macht jetzt nicht so viel in der Passform aus. Bevor der Winter vorbei ist, soll es ja fertig sein. Das geht aber auch ganz schnell. Also ich stricke hier mit 5er Nadeln und so, das ist wunderbar. Und ich kann jetzt auch, wenn ich jetzt sage, mir ist das Material jetzt zu dick oder so, dann kann ich mir auch jetzt ein Material nach Wunsch aussuchen, mache eine Maschenprobe, das ist halt immer ganz wichtig. Und dann nehme ich in der Anleitung, du hast schon gegriffen, ne? Hast schon gesehen. Ja, ja, genau. Da gibt es dann auch eine Anleitung dazu. Ich wollte vorbereitet sein, ja, auf diesen Moment. Anleitung finden Sie bei uns unter ardbuffet.de. Da können Sie die ganz einfach, hier kann man sehen, genau. Können Sie die runterladen. Genauso auch wie den Polunder-Schnitt natürlich, genau. Beides zum Ausdrucken. Genau, und da ist ein bemaßter Schnitt dabei und da kann ich das einfach umrechnen. Also wenn ich jetzt eine andere Maschenprobe habe, dann rechne ich mir das halt um mit dem guten alten Dreisatz und ja, ganz wunderbar. So, jetzt habe ich hier mal Vorder- und Rückenteil zusammengenäht. Was wichtig ist, also dadurch, dass die Seiten offen sind, habe ich hier diese Patentrandmaschen gemacht über 3 Maschen. Auch dazu gibt es ein Tutorial in der Strickschule. Das bedeutet einfach, ich habe hier eine schöne runde Kante, die sich nicht einrollt, die super aussieht. Da muss ich nichts weiter damit machen. Und dann stricke ich einfach oben noch meinen Rollkragen dran. Und da sehen wir jetzt auch hier, das hat die Kamera jetzt sogar schon super im Bild, diese 2 unterschiedlichen Seiten vom Halbpatent. Also hier sehen wir die Rückseite, das sieht mehr so perlig aus. Und unten sehen wir diese normalen Patentmaschen, die sind so gerader. Und da muss ich jetzt einfach aufpassen, aber es ist auch ganz genau in der Anleitung beschrieben, wie rum ich diese Patentmaschen stricke. Also ich stricke jetzt hier quasi die Außenseite nach außen und das bedeutet einfach, ich wechsle das Muster ab. Aber es ist ganz genau beschrieben hier. Ich stricke jetzt in dieser Runde immer den Umschlag, den ich vorher gemacht habe, mit der Masche davor einfach links zusammen. Und so ergibt es einfach diese schönen Maschen. Und am Ende bringst du die beiden Seiten zusammen, du verbindest die mit einer Schleife. Ich habe das jetzt hier mit einer Schleife gemacht, genau. Super, danke fürs Stichwort. Fein beobachtet. Hätte ich jetzt fast vergessen. Also den Polunderschnitt gibt es in 3 Größen, weil ich das fand ich diesen einfachen Form, die einfachen Schnitt, der bietet sich wirklich an. Für die kleinen Größen, also bis, oder was heißt, von Größe 36 bis, ich glaube, 44 ist es einfach ein gerades Teil. Und da, finde ich, kann man sehr gut dann einfach so eine Strickkordel anstricken aus den Seiten. Mal da ist mir die Masche, die Nadel vorher rausgefallen. Und bei den großen Größen, also für die 48 bis 52, da habe ich jetzt im Unterschied noch hier einen kleinen Armausschnitt gemacht. Also da wird hier ein bisschen was abgenommen. Und da würde ich empfehlen, einfach ein keine Schleife zu machen, sondern zusammennähen. All das, die Größen auch, 34 alles. Haben wir hier auf dem Bild wahrscheinlich. Genau, also das Model hat über die 50er normal hinauf. Über die 34, genau. Und findet man bei uns auf der Homepage. Dies, ja, Tanja, genau. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wieder gerne. Mal eine sehr schöne Idee und sehr muckelig und sehr patent sieht es aus. Halb patent. Sieht halb patent aus, aber ich finde es halt auch voll patent, wenn man es anhört. Es ist, genau, sieht voll so patent aus. Aber das Schöne ist halt, wenn man sich selber was macht und selber was strickt, dann hat so ein Kleidungsstück hier auch einen ganz besonderen Wert. Andersrum kann man sich durchaus mal die Frage stellen, brauche ich eigentlich wirklich alles und ist alles wertvoll, was ich zu Hause so habe? Petra Bäumler aus Nürnberg zum Beispiel, das ist ihr Kleiderschrank, sagt, ich brauche überhaupt nicht viel. Sie hat richtig ausgeräumt, richtig aufgeräumt bei sich zu Hause, hat viel weggegeben und dafür aber auch für sich selber jede Menge gewonnen. Freiheit. Leichtigkeit. Zeit. Werte, die den meisten von uns wichtig sind, im Alltag oft verloren. An Dinge. Nicht so bei Petra Bäumler aus Nürnberg. Sie kann immaterielle Werte genießen, weil ihr materielle Dinge nicht mehr so wichtig sind. Einen Kleiderschrank braucht sie nicht mehr. Die Kleiderstange genügt. Ich hatte auch einen ganzen Kleiderschrank voller Sachen, die ich nicht angezogen habe oder die mir einfach nicht wichtig waren. Und ich habe radikal ausgemistet. Und wenn ich bei den Dingen bleibe, die mir wirklich gut gefallen, dann habe ich das Gefühl, das ist mir viel mehr wert. Also ich bin so bei mir angekommen dadurch. Sie hat den Minimalismus für sich entdeckt. Das ist eine Lebenseinstellung. Die Dinge, die bei mir stehen in meinem Haus, die habe ich bewusst ausgewählt. Und das macht für mich Minimalismus aus. Also wirklich jeden einzelnen Gegenstand wertzuschätzen. Und natürlich ist dann, je mehr Dinge es sind, ist auch schwer, jeden einzelnen wertzuschätzen oder ihm dann später einen Platz zu geben im Haus, um ihn dann wieder aufzuräumen. Stück für Stück hat sie Dinge losgelassen. Dabei geht es aber nicht nur darum, eine möglichst geringe Anzahl an Gegenständen zu besitzen.
Ich zeig mal meine Taschenschublade. Das sind die hier. Das sind drei. Eine Handtasche habe ich noch unten bei mir. Das ist die, mit der ich täglich eben auch nach draußen gehe. Taschen haben für mich insofern den Wert, dass es eigentlich praktisch sein muss. Ich mag es gerne einfach und ich bin jetzt nicht so die Frau, die sagt, es gibt zu jedem Paar Schuhe eine andere Tasche, sondern es muss zum Anlass passen. Und mir ist das eben ja wertvoll, dass ich weiß, es geht einfach. Ich muss jetzt nicht eine Stunde auswählen, welche Tasche passt dazu. Die Qual der Wahl gibt es bei Petra Bäumler nicht mehr. Ihre Wohnung ist natürlich nicht völlig leer, aber es gibt weniger als bei den meisten. Im Schnitt besitzt jeder von uns rund 10.000 Dinge. Nicht alle von Wert und trotzdem haben sie ihren Preis. Sie kosten Zeit. Zeit, sich mit ihnen zu beschäftigen. Zeit, sie wieder aufzuräumen. Zeit, die sich Petra Bäumler spart. Und damit auch das Gefühl ständiger Überforderung. Überfordert fühlte sie sich vor allem, als vor 4 Jahren ihre Mutter starb. Denn deren Tod hinterließ nicht nur emotionale Leere, sondern auch ein volles Haus. Ich stand auf einmal hier in einem Haus, das voller Gegenstände war, also voller ihrer Gegenstände. Und da hat sich für mich ganz schnell auch die Frage gestellt, brauche ich den Gegenstand, um wirklich mich an meine Mama zu erinnern? Und habe festgestellt, ich brauche es nicht. Als Aufräumcoach gibt sie ihre Erfahrungen mittlerweile auch anderen weiter. Hauptsächlich suchen Frauen ihre Hilfe. Ja, weniger ist oft mehr, gilt auch zum Beispiel für die Zutaten beim Essen. Und bei uns, Jörg, ist es auch jetzt schön übersichtlich geworden, ne? Ja, die Fischwürfel haben wir ausgebacken. Wir haben unsere Süßkartoffelsoße für die Vinaigrette. Ja. Und jetzt habe ich hier nur Süßkartoffel in feine Streifen geschnitten. Jetzt machen wir unser Stroh. Genau. Und eine kleine Prise Mehl gebe ich dran. Dann backt es schön knusprig aus. Ja, das ist immer die Frage, wie kriege ich Süßkartoffeln kross? Ja, weil Süßkartoffel hat verschiedene Eigenschaften. Deshalb, wenn man die zu schnell ausbackt, dann kann die auch feucht werden. Und wir backen die jetzt langsam im Fett aus, sodass die Süßkartoffel die Feuchtigkeit verliert und knusprig wird. Ja, schön feines Stroh. Geht frittiert natürlich, so wie du es machst. Geht auch im Ofen. Genau. Das geht auch im Ofen. Also wenn man das jetzt zum Beispiel frisch serviert, ist es schön knusprig. Wenn man das sagt, man möchte ein bisschen Vorrat machen für den nächsten Tag, schauen wir in den Ofen rein. Ich habe da was vorbereitet. Eine Spachtel. Ich habe die so wie jetzt gebacken und habe die dann anschließend mit 80 Grad im Ofen so eine Stunde einfach noch nachgetrocknet. Und dann ist es ein ganz lockeres, feines Stroh. Das sieht man, das ist wirklich der ganze Dann ist die ganze Feuchtigkeit entzogen. Und es ist natürlich noch besser. Aber so kann man das machen, wenn man das gleich serviert. Schön knusprig über den Salat drüber. Klappt wunderbar. Und wo man aufpassen muss, die Süßkartoffel, die färbt noch etwas nach. Das heißt also, wenn ich die jetzt ausgebacken habe und ich nehme die raus mit einer hellen Farbe, dann wird die nachher ein bisschen durch die Hitze, die sie noch hat, färbt die nach. Wird dunkler. Das darf sie. Genau. So. Und parallel können wir hier in die Vinaigrette noch mal ein bisschen von der Süßkartoffelmarinade reinmachen. Dann haben wir ein paar Tomatenstückchen, wir haben Radieschen geschnitten, der Feldsalat oder Nüsslisalat. Ja, das ist genau das. Es gibt so viele Begriffe für das Wort Feldsalat. Auf unserer Facebook-Seite, da haben wir Sie mal aufgefordert, gebeten mal zu sagen, wie heißt das bei euch, Feldsalat, welchen Begriff habt ihr? Und wir haben unfassbar viele, 254 Antworten schon bekommen. Können sich ruhig mal inspirieren lassen, was es da ist. Sandigs Hasenfutter, kennst du das? Nee, habe ich noch nie gehört. Dann haben wir Rapunzelsalat, Nüsschensalat, Vogelsalat, Ackersalat. Ja. Also so viel, so eine Wirbelsalat, das kenne ich gar nicht. Das kennst du vielleicht aus dem Badischen. So eine Wirbelsalat. So eine Wirbelsalat, habe ich schon mal gehört, aber das ist schon ganz alt hergebracht. Ist auch egal. Passt alles zusammen, was zusammenpasst. Jörg, ich komme gleich wieder zurück. Ja, okay. Wenn der Salat dann auch fertig ist, ich sage immer nur Feldsalat dazu. Wir wollen mit Ihnen spielen. 360 Grad Video-Quiz. Das heißt, eine Minute zeigen wir einen Film, 3 Fragen danach. Und wenn Sie alle 3 richtig beantworten können, dann gibt es maximal 200 Euro bei uns zu gewinnen. Und es geht heute nach Sachsen-Anhalt und zwar in die Nähe von Magdeburg. Wir sind in Gommern und in Gommern gibt es diese wunderschöne Wasserburg, die ehrlich gesagt eigentlich ein richtiges Wasserschloss ist.
Gommon, geschrieben wie Pommern, nur mit Gustav vorne. Gommon, da finden Sie es in Sachsen-Anhalt. Dann verlassen wir auch diesen schönen Ort wieder und ich begrüße Frau Entenmann in Heilbronn. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ist der Film bei Ihnen jetzt auch, es gibt ja mal so ein bisschen Verzögerung, bei Ihnen durchgelaufen? Alles gut, ja. Dann können wir starten. Frage Nummer 1. Was steht links und rechts der Brücke? Sind da A, Holzfiguren, B, Fahrradfahrer oder C, Bierkisten? Das ist A, Holzfiguren. Ja, es passt auch am allerbesten zu diesem schönen Schloss, dieser schönen Wasserburg. Stimmt. Jo. Frage Nummer 2. Aus welchem Material ist der Bodenbelag der Brücke? War der A aus Holzbalken, B aus Metallgitter oder C aus Stein? Aus Stein, C. Ja, es war so Kopfsteinpflaster, glaube ich. Ne? Wir gucken nochmal drauf. So. Da sehen wir es. Aus Stein. Stilvoll. Ja. Holstein. Und ich drücke die Daumen, dass es die 200 werden. Sie haben ja morgen Feiertag in Heilbronn. Das passt natürlich schön vor dem Feiertag. Nochmal 200 Euro zu gewinnen. Welche Farben haben Tür und Fenster des Häuschens am Tor? Waren die grün, B schwarz oder C braun? Die Tür und das Fenster. Am Häuschen, die waren braun. Ja, super. Alles so. Schon sehr bewusst geguckt, oder? Oh, prima. Großartig. Frau Entenmann, 200 Euro gehen zu Ihnen nach Heilbronn. Herzlichen Dank, ich freue mich. Viel Spaß damit und ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag morgen. Machen Sie es gut. Danke, ebenso. Tschüss, danke. Tanja, es darf gegessen werden. Schön, dass du kommst. Jörg. Sieht fantastisch aus. Es sieht wirklich fantastisch aus und es duftet auch fantastisch. Jörg, was hast du am Ende noch als Finish gemacht oben drauf? Ich habe ein bisschen von dem restlichen passierten Püree mit drauf. Dann habe ich diese Streifen, die gebackenen Süßkartoffelstreifen, den Fisch, Tomatenstückchen und ein Paradieschen drauf. Mehr nicht. Und die Vinaigrette nochmal zum Schluss oben drüber. Mehr nicht. Das war dann. Und jetzt guten Appetit. Und ich sage guten Appetit und ganz despektierlich sage ich da Fischstäbchen dazu. Also. Dekonstruiert. Fischstäbchen Deluxe. Muss ich auch noch, weil es so lecker ist, mit vollem Mund reden. Aber das muss mal probieren. Morgen bei uns im ARD-Buffet, da geht es um die Corona-Impfungen und die ersten Erfahrungen, die wir inzwischen hier bei uns damit gemacht haben. Darüber reden wir morgen im ARD-Buffet. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Tag heute und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Machen Sie es ganz gut. Bis morgen. Euch vielen Dank. Ihnen vielen Dank. Und tschüss. Und guten nochmal. Hast du auch schon den Pfälzer, ne?